Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Workers and Resources Soviet Republic. Mein Name ist Ed, ich begrüße euch ganz herzlich. Schön, dass ihr wieder den Weg hierher gefunden habt. Und willst du nichts verpassen, Abo dalassen, Glocke aktivieren, gerne kommentieren und natürlich liken. Und ja, auch im Livestream kannst du dabei sein mit meiner tollen Community. Und das Ganze hier live erleben, jeden Sonntag um 11 Uhr auf Twitch. So, beim letzten Mal. Wir kümmern uns derzeit nach wie vor um unsere Felder, um unsere Feldgeschichten. Da setzen wir jetzt noch ein paar dazu. Werbung ist nervig. Welche? Meine Ansage oder von Twitch? Dafür kann ich nichts. Ich habe runter reduziert. Mehr kann ich auch nicht machen, Körlogen. Mir zu lang. Zu klein. Hier. Ja, kriegen wir den hier noch rangedockt? Die von Twitch. Ja, wie gesagt, ich kann es leider nicht ändern. Was soll ich machen? Ja, ich habe schon runter reduziert. Ne, aber wir müssen die Sache auch mal so sehen. Ich ja, das ist, ne, ich verzichte ja schon auf Einnahmen dadurch. Also ist halt auch ein bisschen dann, ne? So, wie gesagt, wir machen hier auch nicht irgendwie wild hier irgendwie was, sondern groß. 500 mal 200. 1000. 100 mal 1000 Meter ist zu viel. Mal ein paar Felder noch setzen. Oh, Quervariante. Auch nicht so schlecht. Hoppala. Ah. Er ist zu lang. Viel zu groß. Meter ist der Wahnsinn. 500 mal 100 Meter. Nötig flaches Gelände. Mich verscheißern oder was? Ach, come on. So. Hier los? Gehst du wieder nicht ran oder was? Ey, weißt du, vorhin zeigt er mir an, dass es geht. Jetzt zeigt er mir an, dass es nicht geht. Ihr wollt mich doch verkackeiern. Mein Gott. Was ist denn jetzt hier wieder los? Warum will er denn jetzt wieder nicht? Oh Mann. Mann. Nervig. Okay, dann nehmen wir das Dings nochmal weg hier. Kein Problem. Dann verpieselst du dich nochmal. Setz mal ein neues Feld hin. Wir können ja auch anders. Das ist ja kein Problem. Wenn du so rumzicken willst, machen wir halt ein normales Feld dran. Ja, wir können ja auch ein kleineres Feld dran setzen. Ist auch kein Thema. Wir können auch zwei dran setzen oder drei. Spielt gar keine Rolle. So.
Alles andere sehen wir dann. So, damit haben wir Felder schon mal ein bisschen erledigt. Jetzt haben wir auch ein bisschen Geld auf der Tasche. Das heißt, wir können uns schon mal Fahrzeuge neu kaufen. Und zwar brauchen wir die geschlossenen LKW. Und da kostet ein so ein Peterbilt 39.000. Die Macs sind auch nicht schlecht. Aber der Peterbilt hat beste Motorleistung und kann 32 Tonnen Pflanzen mitnehmen. Das ist schon mal ganz geil. Haben wir es auch in grün? Rot? Schwarz, glaube ich. Kann man so schlecht sehen. Ich mache die mal in gelb. Eigentlich schon mal 3 Stück. So, Ernte. Da haben wir den Matador. Was auch 10.000. 20 km/h, Stufe 32. Was kann der denn? Stufe 22. Stufe 30. E513 Mähdrescher. Ostdeutschland. Auch nice. Der Winter kommt, okay. Erstmal, wir fangen erstmal klein an dann und dann sehen wir weiter, wie das läuft. Wie sieht es denn hier aus eigentlich? Was kostet uns das denn? 220.000. Oh Gott, ich werde ja arm. Hier wird übrigens der Fußweg gehört gebaut. Von mir aus könnte er das machen. Das habe ich kein Problem mit. Jetzt hier aus. Das läuft jetzt. Das ist gut. Ja, hier wird es auch besser. Also es wird jetzt allgemein gesehen deutlich besser. Das ist schon mal gut. So. Während wir hier warten, dass es endlich Frühling wird. Könnten natürlich hier auch Gewächshäuser hinbauen, ne? Könnten wir auch machen. Haben wir? Warte mal, wir haben doch die Gewächshäuser-Mod. Irgendwo haben wir die. Läuft die unter Fabriken? Glaube. Ja, die läuft hier. Greenhouse. 5,8 oder 11 Tonnen. Brauchen wir aber Chemikalien und Kohle. Das ist scheiße. Das ist schon wieder Mist. Andererseits haben wir hier die braucht nur Kies. Die braucht keine Chemikalien. Alter. Das ist doch kein Gewächshaus. Es ist eine Gewächsanlage. Etwas kleinere Variante. Die würde natürlich immer produzieren. Aber dafür brauchen wir wieder Kies. Und Kies ist das, was wir echt, wo wir echt Probleme haben noch. Ja, das ist der Wahnsinn. Kies kommen wir nicht ran. Das ist der Hammer. Was ist denn hier los? Was hast du denn für ein Problem? Ah, natürlich, der kann nicht rüber. Der kann nicht rüber. Jetzt wollte er mal was abholen. Jetzt wollte er Stahl abholen, ne? Leute, jetzt wollte der hier Stahl abholen mit einem Wert von immerhin 128.000 Rubel, ne? Aber jetzt kommt der hier nicht rüber. Mist! Wie mache ich denn das jetzt wieder? Wie mache ich denn das jetzt wieder? Und die ist ja auch zu lang. Das funktioniert. Verdammt, ey. Der würde hier gehen. Nee, obwohl, der würde auch nicht gehen. Es würde beides nicht gehen.
Woll. Okay, das ist natürlich jetzt ein Problem. Wollte ja schlau sein, aber es klappt nicht so ganz. Mal ganz kurz, ich nehme mal die Signale weg. Mach das mal so und dann... So, dann machen wir aber das Mix-Signal rein. Bauen das bitte mal kurz. So, dann klappt das, aber das klappt nicht. Ja, ich hab's mir schon gedacht. Okay, jetzt müssen wir uns mal hier improvisieren gerade. Zweite Bahngleis. Shitte. Eigentlich habe ich dafür jetzt überhaupt keine Zeit, ne? Wir wollten ja eigentlich da oben weitermachen. Aber ich muss das jetzt hier fixen. So, der hier muss dann irgendwie rüber. Könnte den natürlich hier drauf fahren lassen. Dann wäre der hier. Dann wäre der aber mitten auf der Geschichte und das wäre auch doof. Man sieht nichts, ne? Durch die blöde Nacht. Ich mach mal schneller. Ärgerlich jetzt, da der gutes Geld hat. Ja, Fakt ist, ich muss auf das Gleis kommen wieder. Komme ich aber nicht, weil das zu wenig ist. Kurze Strecke. Deswegen muss ich mir überlegen, wie wir jetzt das hier schlau machen. Ob wir hier kreuzen, was ich sehr ungern tun würde, und dann hier noch mit drauf gehen würde, was gehen würde. Da kann ich leider nicht. Kommen wir da drauf? Nein, ne? Verdammt. Na, warte mal kurz. Kommen wir jetzt da irgendwie noch drauf? Shit. Eieiei. Hier durch. Hier drauf lenken. Muss jetzt echt... Hardcore-Manöver machen, hilft nichts. Total bekloppt hier. Fährst dann da, du fährst dann da. Dann bist du da, da sollst du aber nicht. Er ist dann da drauf. Ja, das nehmen wir nochmal weg. Das war jetzt so nicht geplant. Okay. 1, 2, 3. Improvisiere jetzt gerade. Heftigst. Muss da ran irgendwie. Auf das hier. Von mir aus auch auf das da. Das macht nichts aus. Doch nie durch, ey. Hi, Lukas.
Na, wie schaut's aus bei dir? Ich hab hier gerade echt Probleme. Nichts Neues, ne? Das ist echt doof hier. Das ist ein Kack, ey. Okay, machen wir mal anders. Machen wir anders. Machen wir so. Egal. Gehen jetzt hier rauf. Ich werde das nochmal wegnehmen. Das Zufahrtsgleis. Komplett wegnehmen. Und werde das nochmal neu legen. Damit der Zug erstmal rausfahren kann. So, okay, komm. Kann er erstmal rausfahren. Zumindest in der Theorie. Macht er auch, fährt durch. Sehr gut, dann kann er, ist er erstmal weg hier. So, okay, das haben wir gelöst. Jetzt pass auf, jetzt müssen wir den Krempel hier wegmachen. Bin noch am Arbeiten. Wie war das mit der Zeitumstellung? Ich esse jetzt mal... Ah, hat der Colonel dir schon gesagt, ne? Ja, das war wieder klar. Das ist der typische Colonel. Das ist der typische Colonel. Ja, ich habe mich vertan. Es tut mir doch leid, Leute. Es tut mir leid. Es tut mir unendlich leid. Asche über mein Haupt. Ich habe zu viel gelesen. Ich habe zu viel gelesen. Es tut mir leid. Ah, das ist ja typisch Colonel, ne? Muss gleich wieder petzen, ey. Nee, 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 nee. Der Colonel wieder, ne? Das ist wieder typisch Colonelchen. Immer am Ende vom März. Ja, ich weiß. Wie gesagt, ich habe zu viel gelesen. Warum ist denn das länger als da? Was soll denn der Quatsch? Er hat nicht länger zu sein. Naja, man kann nicht zu viel lesen, nur falsch merken. Ja, ich kann lesen. Warum passt das wieder nicht? Das ist doch schon wieder scheiße. Guck mal. Warum will der da wieder nicht? Das ist doch schon wieder total doof. Ja, jetzt geht's, oder was? Manchmal will mich das Spiel auch verkackeiern, ey. So, eigentlich war es anders gedacht, ne? Ich lass mal laufen. Wir brauchen eh Zeit. Ja, ich kann mir auch ab und zu Dinge merken. Ich weiß, kommt selten vor, ist aber so. Wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Was ist das für ein Scheiß? Ah, so. Okay, wenigstens das. So, dann machen wir das jetzt mal richtig. Und das zweite Mal, dass das Spiel mich triggert heute. In GDI, ja, am besten drauf tätowieren lassen, ne? Ist klar. Kann man ja mal machen. Kann man ja alles machen. Warte mal. Wäre cool, wenn es da nicht andocken würde. Moment. Machen das mal aus. Dann ziehen wir das mal so ein bisschen hier lang. Übrigens, bald kommt ja ein neues RTS raus. Branding drauf. Ja, Alter, ist klar. Branding, ey. Bin ich eine Kuh oder was? Colonel, bin ich eine Kuh? Hat er das nicht gemacht, ne? Der Schweinepriester hier. Ah. So, warte mal ganz kurz. Ungefähr da. Jetzt passt das auch. Nee, ein Ochse. Ich wusste es. Ich wusste, dass das kommt. Ich wusste es. Ich hab's geahnt. Ich habe es geahnt, Leute. Das bringt mich schon wieder komplett aus dem Konzept hier. Ja, wenn ich eine Frage stelle, dann möchte ich auch in der Regel eine Antwort haben. Colonel. In der Regel schon. So, okay, pass mal auf. Jetzt machen wir mal nochmal das hier weg, das Gelumpe.
Wir machen hier schöne geschwungene Linie rein. So wie sich das gehört. So, und jetzt lassen wir das bauen. Ed kann es ja ein Ochse sein, weil ein Bulle ist noch. Ich habe eine super Idee für eine Spende von ein paar Euro. Muss Ed einige Zeit in Gummibademütze tragen im Stream. Eine Gummibademütze. Okay. Olli, wie kommst du jetzt auf sowas eigentlich? Aber in Ordnung. Also ich habe damit kein Problem, sowas Beklopptes zu machen. Ihr wisst ja, ich bin da relativ schmerzfrei. Ja, warte mal, damit wir hier... Aber eine ganz enge. Ja, und wie viel soll dafür gespendet werden? Fragezeichen. Olli, wie viel soll dafür gespendet werden, dass ich das mache? Hast du da schon eine Idee? Weil ich wüsste da jetzt nicht irgendwie spontan was. Es ist zu harmlos. 1 Euro. Okay. Nee, es gibt ja eine neue Herausforderung, ne? Für die Punkte. Das dürft ihr nicht vergessen. Die gibt es ja auch mittlerweile. Da könnt ihr ja gerne mal reinschauen. Warte mal, das ist ja total... Warte mal, das ist ja irgendwie doof hier, oder? Genau. Minus 5 Euro. Genau, es gibt ja eine neue Herausforderung, nämlich Paint the Ad. Lest euch das mal durch. Ich denke, damit können wir ja auch was reißen. In der Theorie. Was fährt denn da hinten hin? Da fährt der hin. Ah, jetzt kommen die Punkte rein, Leute. Ja, kaum erwähne ich sowas, ne? Da gehen die Punkte rein. Also, warum kommen wir hier nicht rum? Warum will der hier nicht? Was ist denn hier? Haben wir so dachte gerade an frühere Zeiten, als ich noch klein war und mit Oma im Badeanstalt war und sie trug eine, okay? Warum passt denn das nicht? Was ist... Warum geht das hier wieder nicht? Das wäre schon wieder schon totaler Muckelwuckel hier. Oh, die obere ist total doof gesetzt. Jetzt passt es. Sieht seit der Zinn eh so hässlich aus. Da. Colonel? Ganz schön frech heute wieder. So, machen wir mal so. Ich mache mal weg. Dich nehme ich jetzt auch mal weg. Weil... Ah, der soll da durchfahren. Aber der braucht trotzdem ein Chain-Signal. Brauchst das Chain-Signal auch. Brauchst das auch. Warum ist denn das jetzt so doof hier? Warte mal. Der fährt da durch. Achso, weil der wieder so ein Dings braucht. Warte. Ich wollte den Part eigentlich schon längst beendet haben, aber irgendwie komme ich nicht dazu. Hallo? Lass mich da ein Gleichsignal setzen. So. Genau. Bisschen kurz hier, aber es wird schon gehen. Das schaffen wir nicht. Den kann man nicht verschwinden. Nur der Kassummel. Ah, nee, ist klar. So. Im August und... Das sollte jetzt wieder gehen. Was für eine Reparaturmaßnahme. Oh. So, aber damit beenden wir heute den heutigen Stream. Ich bedanke mich fürs Zusehen und hinlasst gerne ein Däumchen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao. Euer Ed.